Der Ball rollt. Deine subjektive Einschätzung, Hansi. Welcher Spieler, denkst du, wird den Unterschied machen? Also ich persönlich glaube, Jordan Henderson könnte Man of the Match werden. Ein hervorragender zentraler Mittelfeldmann, der immer wieder sich durch geduldiges und hochintelligentes Passspiel auszeichnet. Ja, ich denke, er springt hoch zum Kopfball. Und da ist das 1:0. Das war das erste Tor dieser Partie. Der Ball ist frei und er macht ihn rein. Da sind bei denen die Navigationssysteme komplett ausgefallen und sie haben das sofort erkannt. Sie waren ganz abgezockt, sie haben es ausgenutzt. Na bitte, so kann man es schon mal machen. Schön und selten. Das ist Roberto Firmino. Sadio Mané. Ja, sie bekommen hier den Freistoß. Roberto Firmino ist in aussichtsreicher Position. Sucht seinen Mitspieler. Er hat ihn einfach stehen lassen. Ein langer Lauf Richtung Tor. Weltklasse-Technik. Vieirinha. Den nimmt er direkt. Schöner Versuch. Trotzdem kein Tor. Die Flanke war gut. Die potenziellen Abnehmer standen bereit. Aber sie haben ihn nicht reingemacht. Roberto Firmino. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Clever gespielt. Da ist die Chance. Gute Möglichkeit zu flanken. Er läuft ins Abseits. Oh ja, maximal ein Schritt hinter dem letzten Abwehrspieler. Langer Abschlag vom Keeper. Siehst du das, wie sich da die Außenverteidiger immer mehr nach vorn orientieren? Ja, absolut, aber warum? Ganz klare Strategie. Jetzt wollen wir den Gegner hinten reindrücken und je mehr Druck wir machen, umso mehr Kontrolle bekommen wir über den Gegner, über die Flügel. Da ist die Chance. Milner. Das ist eine kleine Überraschung. Eigentlich sind sie ja als Außenseiter in diese Partie gegangen. Er versucht einen Lupfer. Starker Ball. Hält er drauf? Oxlade-Chamberlain. Ein Alleingang. Rüber, nach rechts. Besser kannst du das hier nicht verteidigen. Sie nutzen den Raum auf dem Flügel. Die Schussgelegenheit. Da ist der Schuss. Mohamed Salah. Überhaupt keine Zweifel. Das war faul. Klare Sache. Das muss gelb geben. Sieht so aus, als hätte er einen Schlag abbekommen bei dem Duell. Versucht den Pass da durch die Gasse. Perfekt antizipiert. Milner. Bei wem der wohl landet? Versucht die Gasse zu finden.
Das ist das Ende der ersten Hälfte. Die Zuschauer sind mit dem Klassenspiel ihrer Mannschaft hochzufrieden. Mit dieser Leistung kann in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel passieren. Sie liegen mit einem Tor vorn. Wir können also gespannt sein, was die zweite Hälfte noch für uns bereithält. Alles ist wieder bereit. Sie wären ganz schlecht beraten, sich zu sagen, wir liegen vorne und das wollen wir jetzt verteidigen. Das ist auch gar nicht Ihr Spiel. Sie müssen weiter attackieren. Das ist nicht mehr regelkonform. Das muss Freistoß geben. Milner macht das Spiel gut breit. Hier ist Milner. Jordan Henderson. Ja, schön gehalten. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Jordan Henderson. Und er hat den Ball gehalten, aber er hat ihn nicht festgehalten. Glück für ihn, dass der eigene Mann zur Stelle ist. Van Dijk holt ihn sich wieder. Sadio Mané, der kommt richtig lang. Das ist interessant. Die stehen weit weg vom Gegenspieler und ich glaube, sie tun das mit Absicht. Ja, er sieht irgendwie körperlos aus. Warum nur? Also direkt am Gegenspieler bedeutet, du willst die Balleroberung, stehst du weiter weg, dann willst du das Spiel kontrollieren und die Passwege zustellen. Ich habe den Eindruck, das ist relativ clever. Den hat er. Mit dem Kopf zum Ball. Da geht er durch. Ein Fußballkünstler. Das nächste Mal müssen ihn die Kollegen vielleicht ein bisschen besser unterstützen. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Das ist Chancenwucher und wir sind gespannt, ob sich das am Ende rächen wird. Physisch enorm präsent. Milner. Roberto Firmino. Mohamed Salah. Und er ist zur Stelle. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen. Vielleicht noch den Ausgleich zu machen. Egal, wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Mohamed Salah. Spiel läuft über die Außen. Und der kommt durch. Roberto Firmino. Er will die Situation nutzen. Am Tor vorbei. Das war der letztmögliche Wechsel. Jetzt muss er vom Platz, oder sagen wir es anders, er darf vom Platz. Er hat alles aus sich rausgeholt und jetzt darf er sich ausruhen.
Die Underdogs stehen kurz vor dem großen Erfolg. Raus auf den Flügel. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Sie hören es, der Schiedsrichter pfeift ab. Sie haben diese Partie mit dem knappsten aller Ergebnisse gewonnen. Am Ende können Sie sich bei der überragenden Abwehr bedanken. Die Abwehrreihen und die Torhüter waren klasse und das Tor kam nur zustande, weil die Konzentration auf der einen Seite kurzfristig nachgelassen hatte.